Da geht's bei High-Rise City. Und ist es nicht wunderschön, unser Rathaus-Forschungszentrum und was wir noch alles so haben, hier mitten im angrenzenden Wald. Ihr Lieben, wir spielen weiter und es gab ein wunderbares Update. Das hat einen, meines Erachtens, einen großen Kritikpunkt schon direkt behoben. Hier ist irgendwas auf die Straße gelaufen. Okay, da könnten wir mal gucken, ob wir das irgendwie beheben können. Aber davon hatte ich auch in den Updates gelesen, dass hier irgendwie ein Clipping-Problem existiert. Okay, das wird wahrscheinlich irgendwann behoben. Aber was behoben wurde, ist das Abreißen. Und ihr seht, ihr habt jetzt Abrissfilter, Gebäude, Zonen, Straßen und könnt jetzt wirklich einzelne Zonen, ihr könnt wirklich auf Straßen umschalten und dann nur die Straßen hier abreißen und dann die Gefahr verringern, dass ihr irgendwas anderes macht. Auch vielen Dank für die Kommentare. Hatte ich jetzt auch tatsächlich gesehen, dass man die Sachen, die Plantagen, nicht nur einfach platzieren kann, sondern in die freien Flächen setzen kann, sondern und dann zum Beispiel natürlich in die entsprechenden freien Flächen, sofern wir denn welche hätten. Sehr sinnvoll. Vielen Dank dafür. Das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir uns diese Straßen hier in Zukunft sparen könnten und sogar überlegen können, ob wir die wegmachen und dann eine neue Straße hinsetzen und die Obstplantage sogar einmal komplett neu machen. So, jetzt machen wir uns das mal wieder auf. Und die Gewürze sind wenig, aber hey, okay, da müssen sie jetzt einfach mal durch. Gut, also weiter geht's. Und ich möchte gerne mal mit euch hier langfahren. Idealerweise von hier. Gut, das hatte ich mir jetzt da hinten nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Draufblick haben muss. Von oben. Ich dachte tatsächlich, dass wir mal hier hingehen. Da. Na siehste. So. Gut. Also, wir fahren einmal rechts rum. Ich möchte nämlich einmal diese wunderbare Straße hier sehen. So, hier ist nämlich 80. Machen wir uns das einmal klein und packen das da hin. Dass wir ja auch mal was sehen. Ja. Ich habe grün. Dann fahren wir einfach mal. Das war ein bisschen huckelig. Ja, sowas wie Terraforming und so kommt bestimmt auch noch. Da hinten ist nämlich unsere Eisenerzmine. Ich würde nämlich gerne mal mit euch... Muss ich gerade mal gucken, wo ich lang muss. Oh Gott. Leute. Schickt ihr das Arbeitsamt. Stehen hier mitten auf dem Weg irgendwelche Sachen. Das sieht natürlich irgendwie ein bisschen unschön aus. Egal. Okay, wir fahren mal hier lang. Eigentlich wollte ich tatsächlich eher da lang. So. Und ich möchte mit euch mal die Eisenmine angucken. Die Eisenerzmine. Und da waren wir ja tatsächlich noch gar nicht. Oh, ist das nicht schick? Das sieht schon irgendwie echt phänomenal aus, ne? Muss man ja sagen. So. Also. Einmal zurück. Und ja, ich muss sagen, ich finde dieses Autofahren hier einfach nur sensationell gut. So, jetzt weiß ich meiner eigenen Stadt nicht Bescheid, ob wir da vorne irgendwie weiterkommen. Ich hoffe mal ja. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich, ne? Ich meine, wir hätten hier eine Straße gebaut. Oh Gott, enge Kurve, Achtung. Und Vollgas, wir werden uns mal im Tempomat setzen, dass wir hier nicht so schnell fahren können. Fahren wir mit 43 hier konstant lang. Ah, vielleicht mal ein bisschen langsamer. So, fahren wir mal mit 30. Ja, komm, was soll's. Na, wir haben noch Zeit. Meine Frau sagt immer, Schatz, fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell, wir haben noch Zeit. Und dann frage ich sie, was denkst du dir eigentlich? Soll ich mit 30 über die Autobahn fahren oder was ist bei dir nicht so schnell fahren? Kennt ihr das? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem dann gesagt wird, was ist das denn für ein komischer Loch, für ein Loch hier? Okay, egal. So, ein bisschen, jetzt ist aber gut hier. Jetzt fahren wir ein bisschen schneller. So, 55 können wir schon fahren. So, Moment, jetzt sind wir ja schon hier. Jetzt wollte ich mir das ja mal angucken mit euch. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist, glaube ich, unsere Industrie und das ist die andere. Ja, macht auch Sinn. Wenn wir hier links abbiegen, genau, da sehen wir die Lehmberge. Der ist mich vorbeigefahren, ich wollte nach da. Aber die zweispurige Straße, wobei an der Ziegelindustrie, da ist die... Moment, bevor wir nachgucken. Klamottenindustrie. Spedition.
Und das da hinten müsste die Werkzeugproduktion gewesen sein. Jawohl, dann haben wir es ja alles. Ist das schön, dieses Feature, ich liebe es, ich liebe es. So, gut. Also, was machen wir heute? Ich möchte mit euch heute gerne hier vorne weiterbauen. Wir haben ja mittlerweile genug Geld, 68.000. Und wir müssen auch ein bisschen was verkaufen. Und auch, wie gesagt, vielen Dank an eure oder für eure Kommentare. Ich hatte das auch gesehen jetzt mittlerweile, dass die... Es gibt einen Mangel an Gewürzen. Ja, da müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr einkaufen, dass die Lager quasi so Allgemeinlager sind. Und das ist ziemlich cool. Das mag ich bei solchen Spielen. Ist ja bei Anno tatsächlich auch so. Okay, gut. Also, dann wollen wir mal schauen, was wir haben. Wir haben 7 Tonnen. Wir haben mittlerweile 5 Tonnen Kohle. Wir haben Eisenerz ein bisschen auf Lager. Textilien. Kein Eisen. Wir werden die Eisenverarbeitungskapazität mal auf 100% setzen. Mit maximalen Arbeitern. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht ein paar Eisenbarren auf Lager kriegen. So, Kohle haben wir. Das steigt. Fisch ist der Verbrauch sehr groß. Da will ich ja eigentlich hier in diese Richtung weitergehen, ne? Gucken wir mal, dass wir das vielleicht... Na, das reicht noch, das reicht auch. Wir müssen tatsächlich noch einen Fischer bauen. Ah, das ist jetzt sehr... Das ist jetzt... Na, jetzt habe ich das schon wieder zugemacht. Das ist tatsächlich sehr ärgerlich, dass wir noch einen Fischer bauen müssen. Das passt mir tatsächlich nicht ganz in den Kram, wenn ich ehrlich bin. Ja, zumal diese Fischer hier natürlich eine schöne Position haben. Wir können mal gucken, ob wir eventuell daneben noch einen bauen können. Das geht. So, gut. Und dann wollte ich mit euch diese Spedition mal hier überarbeiten. Da hatten wir ja gesagt, die hat eine relativ große Reichweite. Und ich würde... hatten das schon reduziert, ne? Ich möchte wirklich nur die Obstsachen drin haben. Okay, gut. Also die kleine Spedition haben wir. Wir sollten uns dann im Zuge dessen wahrscheinlich hier noch eine Spedition hinsetzen oder hier vorne. Vielleicht auch an der Hauptstraße, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das checke ich noch und ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Ich zeige es euch mal, wenn ihr es noch nicht kennen solltet. Ihr könnt in den Optionen, könnt ihr hier Baumenü automatisch ausblenden. Baumenü rechtsklick minimiert sofort. Das könnt ihr ausmachen und dann habt ihr das Baumenü dauerhaft eingeblendet. Ist vielleicht auch für euch mal ganz interessant, weil mich immer genervt hat, dass sich das automatisch ausblendet. Und mit dieser Option blenden wir es dauerhaft ein. Das ist schon mal gut. So, also. Wir haben natürlich momentan nicht allzu einen großen Wohnbedarf. Ich möchte trotz alledem hier einen großen Wohnbedarf anmelden. Also in diesem Bereich. Deswegen setzen wir hier an diesem Punkt... Das sind Objekte platzieren. Setzen wir bitte ein. Jetzt müssen wir gucken, wo es ist. Dort. Ah, wir haben mittlerweile auch große, ne? Ich will auch ein Kino bauen. Das hat natürlich auch einen großen Lärmradius. Aber wir müssten... Pass mal auf. Wir machen mal die Produktion hier kurz aus. Ausschalten. Und werden uns jetzt das Eisen, was hier produziert wird, tatsächlich mal auf Lager legen. Ja, damit wir das große Ding bauen können. Was für ein Radius hat der denn? Steht das hier? Doppelt so viel, ne? Das ist natürlich sehr praktisch. Dann können wir doppelt so viel machen. Und der Lärmradius... Das Spiel ist gespeichert. Danke. Der Lärmradius ist ja nur unwesentlich größer. Ja. Meine Idee ist nämlich, dass wir das hier hinsetzen, an dem Punkt... Und der Lärmradius natürlich hier ein bisschen reinstrahlt, aber hoffentlich von den Gebäuden hier abgefangen wird. Und wir hier in diesem Bereich hier unten dann Büros setzen. Schöne große Bürogebäude, sodass das einfach auch gar nicht auffällt. Okay, also Möbel werden auch übrigens produziert, das ist gut. Oh, da liegen wir... Ah, das ist der Verbrauch höher als die Produktion. Das müssen wir mal angehen. Wir können massiv Wolle verkaufen oder einfach mehr Klamotten produzieren. Wir setzen erstmal eine weitere Möbelfabrik. Da sehe ich nämlich tatsächlich momentan Probleme. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die gesetzt hatten.
War das hier? Da, ne? Dann setzen wir da noch eine hin. Die wird allerdings nur mit minimaler Leistung betrieben, weil mir ansonsten der... weil mir ansonsten das Holz einfach zu schnell weggeht. Okay. Haben wir jetzt 5 Eisen auf Lager? Ne, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Wir können ja die Gebäude schon mal platzieren. Die Wohngebiete. Fangen mal da hinten an. So, fangen wir mal an. In dem Bereich. Okay, also. Du wirst bitte nur auf 50% laufen. Und dann müssten wir bei 6... Wie viel produziert so eine Fabrik denn? Also so eine Fabrik produziert insgesamt 3. Da müssten wir uns entscheiden. 33% oder 66%. Ja, wir machen es mal auf 40% runter. So, dann produziert er etwas über 1. Dann sollte es passen. Dann wird auch nicht so viel Holz verbraucht hier. Okay, wunderbar. Gut, dann sollten wir da zumindest jetzt wieder ins Plus kommen, klamottenmäßig. Bräuchten wir tatsächlich eine weitere Textilfabrik? Ja, wir haben ja genug Wolle. Das machen wir. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht das Zeug sogar verkaufen. Ja, einmal dahin. Es gibt einen Mangel an Gewürzen. Ja, erstmal machen wir... vielleicht machen wir da doch ein bisschen mehr. Nee. Wir sind bei 6 von 5, passt. Gut. So, Eisen haben wir immer noch nicht auf Lager. Na, schade. Wir können das natürlich einkaufen, ne? Ja, jetzt hatte ich diesen dauerhaften Wolleinkauf drin. Na. So, Produktion 11, Verbrauch 12. Ja, das hält sich ja die Waage. Dann könnten wir hier die Produktivität noch ein bisschen senken. Dann gehen wir mal auf nur 60 Leute mit 75% Kapazität. Dann müsste das eigentlich passen. Okay, gut. Also, da können wir einen Strich drunter machen. Das sollte passen. Dann haben wir auch genug Klamottenproduktion. Auch das steigt jetzt wieder. Sehr gut. Dann werden wir beim Hafen jetzt einmal Metall kaufen. Bitte einmalig 10 Stück. Nee. 6 bitte. Einmal 6 Stück. So, jetzt checken wir hier nochmal. 11 von 12 und er ist jetzt bei 6 und 4. Ja, sieht aber gut aus. Okay, gut. Essen sieht auch gut aus. Fisch wird weniger. Obst ist genug und Gemüse ist genug. Ja, wir müssen dringend mehr Forschungspunkte generieren, dass wir da auch weiterkommen. Da haben wir momentan tatsächlich ja ein Problem mit, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Schule haben. Ja, doch ein bisschen was, ne? Aber wir brauchen halt unbedingt ein Gymnasium, dass wir vor allen Dingen auch Forschungspunkte generieren. Na gut. So, jetzt sind wir bei 11. Wunderbar, da müsste der schon wieder draußen sein. Ja, das passt aber. Okay. Also 11 Eisen. Dann können wir jetzt tatsächlich erstmal anfangen, weiterzubauen. Und ich möchte einmal bitte... tja, was bauen wir? Ein Kino? Ich würde sagen Kino, ne? Kino haben wir nämlich noch gar nicht. Ja, einmal dahin. Okay, Lärmbelastung einmal checken. Spiel gespeichert. So, Lärmbelastung sieht noch gut aus. Das Ding ist ja auch noch gar nicht fertig. Dann warten wir mal ab. Ja, ach, das sieht sehr gut aus. Ja, das freut mich. Das ist genau die richtige Ecke. Dann können wir hier unten tatsächlich Büroflächen definieren. In dem Bereich. Und hier setzen wir weitere normale Zonen hin. Wir können tatsächlich hier noch Einfamilienhäuser, könnte man noch bauen. Oder die machen wir hier vorne weiter. Wie weit reichen denn die Grundschulen? Ah, die reichen nicht bis da unten, ne? Ah, die sind natürlich sehr unzufrieden jetzt, weil die natürlich gar nichts haben. Das müssen wir bei Zeiten vielleicht sogar updaten.
Also, wir sollten uns dann mit dem Bau wirklich hier in diesem Bereich konzentrieren. Hier kommen dann die Bürogebäude hin. Ansonsten haben wir nämlich die Lärmbelastung. Bis wohin geht die? Wir machen uns hier mal eine Straße zwischen, dass wir uns das auch merken. Eine 50er da. Einmal da lang bitte. Da müsste das ungefähr sein. Ja, zack. Einmal da lang. Und das wird unser Bürogebiet, dass wir wirklich dort die Lärmbelastung im Griff haben. Und dann wolltet ihr natürlich auch noch eine Straße sein. Wir hatten, boom, schakalaka. Du wolltest gern eine Straße sein. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben zum Beispiel die Robert-Koch-Straße hier. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und jetzt muss ich deinen Namen mal schreiben können. Das ist die Boom Scha Ha So, Moment. Schaka-Laka-Laka-Straße. Schaka-Laka-Laka-Straße. Und da ist noch ein komisches Zeichen drin, das wollen wir natürlich nicht. Die Boom-Schakalakalakalaka-Straße. Naja, okay, gut. Das ist doch mal ein netter Name für die Hauptstraße. Wo wohnst du? Ich wohne in der Boom-Schakalakalaka-Straße. An der Kirche? Das wage ich ja zu bezweifeln. Okay, gut. Also ansonsten, Produktion läuft tatsächlich jetzt erstmal stabil. Und dann würde ich jetzt wirklich mal loslegen. Dann gucken wir uns mal an, welche Gebäude wir jetzt noch bauen können. Die Bank könnte man machen. Dann könnten wir Kredite aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich großartig notwendig ist. Ein einfaches Lager könnte man bauen. Ein Planungsbüro erhöht die Produktivität aller Gebäude in Reichweite. Wäre eine Möglichkeit. Es müssen mindestens 50% Industriegebäude vom Effektkreis eingeschlossen werden, damit das wirksam wird. Könnte man zum Beispiel hier unten bauen, aber da würde ich tatsächlich dann eine weitere Mine bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Das Lager haben wir schon. Was ich allerdings jetzt wirklich mal anfangen möchte, ist das Thema Müll. Da hatten wir ja schon jetzt mehrfach drüber nachgedacht. Ich möchte gerne ein Müll... Gewürze sind Mangelware. Was? Was ist Mangelware? Gewürze? Ja, das ist leider so. Ich packe mir das vielleicht doch mal hier drüben hin. Und ich würde tatsächlich jetzt gerne das Thema Müll angehen. Also wir bauen ein Müllkraftwerk, das können wir uns tatsächlich auch leisten. Und das hat natürlich einen perversen Radius. Boah. Okay, vielleicht bauen wir kein Müllkraftwerk. Das ist ja Wahnsinn. Eine ausgebaute Müllabfuhr. Boah. Okay, wir machen also kein Müllkraftwerk. Ich habe mich gerade dagegen entschieden. Sondern... Wir pflastern hier einfach die ganze Ecke mit Müll zu. Boah, das ist ja krass. Wow. Also da bin ich jetzt ja echt ein bisschen geschockt, tatsächlich. Na gut, okay, dann ist es so. Also, was brauchen wir? Wir brauchen mehr Möbel. Das sieht erstmal ganz gut aus. Gucken nochmal. Ihr seht es hier, mehr Möbel und sowas. Was wir brauchen, ist Brot. Und da hatten wir beim letzten Mal ja schon geguckt. Und ja... Ich wollte das ja gerne in diesem Bereich hier setzen, hier oben mit dran. Das finde ich eigentlich ganz passend. Und deswegen werden wir mal anfangen, hier ein paar Teile abzutrennen, um mal zu gucken, wo wir das machen können. Ja, also ich stelle mir das vor, dass wir das hier anbauen, in diesem Bereich. Hier dann die Produktion ist vom Weizen und so weiter und so fort. Und dann tatsächlich hier hinten das ganze Brot dann rauskommt, dass wir das auch haben. Und dann müssen wir irgendwann anfangen, auch andere Waren zu verkaufen. Was wir auch machen können, ist vor allen Dingen ihn wieder anzumachen. Wir haben jetzt 17 Eisen auf Lager, da kann er weiter produzieren. Das sieht ja erstmal gut aus. Dann machen wir jetzt mal, wie sieht es hier aus? 5000 Angestellte, da kommen wir also auch weiter. Aber wie gesagt, jetzt kümmern wir uns erstmal ums Brot. Also, erstmal die Getreidefarm und da machen wir bitte... Irgendwie ist der immer im Weg, ne? So ein bisschen. Vielleicht doch lieber da unten. Vielleicht geht das besser. Freie Fläche. Genau. Wir wollten erst eine Straße machen. Jetzt die Frage, wohin? Machen wir das mittig? Ich meine, wir wollten die Ecke ja auch machen. Das war ja auch schon unglaublich teuer.
Wir machen das mal hier hoch. Einmal da lang. Dann gucken wir mal, ob wir dort das Gebäude vernünftig reinkriegen. Wir haben sehr viel Müll tatsächlich, ne? Aber der Rest sieht gut aus. So, das sind... Was? 96 und 19 Eisen? Boah, 58 Werkzeuge. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht speichern, ne? Ich kann nur 80 Tonnen speichern, das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich vorher tatsächlich noch ein kleines Lager setzen dafür. Das hat Lagerkapazität 40. Moment, wir hatten doch hier hinten auch noch ein Lager, ne? Ah, okay, das ist wirklich nur ein lokales Lager. Nee. Also wir brauchen definitiv noch ein großes Lager. Das steht leider fest. Tja. Bauen wir das hin? Da. Dann ziehen wir hier einmal eine Straße runter. So, dass wir hier auch weiter bauen. Gut, dann können wir jetzt zumindest mal die Sachen auch lagern, die wir brauchen. Das ist ja schon mal etwas. Ja, und dann müssen wir jetzt einfach weiter produzieren lassen. Und dürfen jetzt tatsächlich auch einfach mal nichts ausgeben, weil wir... Ja, wir müssen jetzt wirklich erstmal abwarten, bis es alles fertig ist. Wir haben eine Lagerkapazität von 120. Sehr gut. Und wir brauchen insgesamt für diese Weizenfarm... brauchen wir 96 Holz, 96 Steine. Wir brauchen 19 Metall und 34 Werkzeuge. Ja, dann müssen wir jetzt mal abwarten und gucken, ob das wirklich passt. Und wenn wir das hier drin haben, in diesem Bereich, dann werden wir hier die entsprechende Mühle reinbauen und dann eine Brotproduktion. Jetzt gucken wir erstmal, was der macht. Der macht 8 Mehl in 72 Sekunden. Das heißt, wenn wir den auf 50% laufen lassen, können wir genau eine Bäckerei betreiben. Okay, der produziert ein Weizen in 72. Das heißt, bei Faktor 10. Wir haben 9. Wir geben 10 Holz aus. Wenn man das linear hochrechnet, dann wären wir bei der 9,6-fachen Menge. Das heißt, wir müssten 9 bis 10 Weizen in 72 Sekunden produzieren. Der braucht 10. Das heißt, wir müssten die Mühle voll auslasten können. Ganz grob. Ich hoffe, ihr könnt meiner kruden Rechnerei folgen. Ich denke, wir werden die Mühle grob wirklich voll auslasten können. Das wäre natürlich eine praktische Sache. Es gibt einen Mangel an Gewürzen. Ja, das ist sehr schade. Okay, dann könnten wir tatsächlich überlegen, dass wir, wenn das Brot reichen sollte, dauerhaft das Mehl verkaufen. Das wäre eine schöne Sache. Jetzt checken wir mal. Der hat keine Kirche. Moment, habe ich keine Kirche gebaut? Ah, das kann sein, dass ich die tatsächlich noch nicht gebaut habe, ne? Ja, okay, eine Kirche müssen wir noch bauen. Könnten wir hier vorne mit reinsetzen. Neben das Kino. Aber wir warten jetzt erstmal ab, bis wir die Sachen haben. So, jetzt haben wir 100 Ziegel. Jetzt fehlt uns tatsächlich Eisen. Wir haben aber auch so unglaublich viel Kohle. Wir kaufen uns tatsächlich mal... einfach mal 10 Eisen ein für 50.000. Einmalig. Dann sollte das auch passen. So, jetzt haben wir tatsächlich dafür genug. Also, einmal bitte die Getreidefarm. Bauressourcen fehlen. So, da haben wir es eingekauft. Und, ernsthaft, jetzt fehlt Holz, wirklich? Komm schon. Na los. Na. Grrr. Wann kommt der LKW mit dem Holz? Wie sieht es hier aus? Wir sind bei einer Überproduktion. Ja, wir haben wahrscheinlich auch... Das Spiel ist gespeichert. Das ist nett. Wir haben auch Speditionsprobleme. Jetzt geht's. So, schnell bauen. Das ist unsere Weizenfarm. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier hoffentlich keinen Einkauf mehr. Nee, gut. Einkauf ist raus. Sehr schön. Dann werden wir jetzt einmal das Mehl platzieren. Gott, wir haben schon wieder so viele Ressourcen. Einmal das Mehl bitte. Was brauchen wir dafür? 8 Werkzeuge. Ja, die kriegen wir ja hin. Das dauert ein bisschen. Jetzt gucken wir uns erstmal diese Weizenfarm an. Ach Gott, ich muss trotzdem sagen, ich finde das Spiel herrlich. Ich finde es ein ganz tolles Spiel. Sehr hübsch. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch.
Ach, schön. Na gut. Okay. Also, jetzt checken wir mal. Wir haben zu wenig Energie. Eieieiei. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Dann sehen wir uns morgen wieder. Nein. Also, komm. Wir bauen mal ein Kohlekraftwerk dahin. Dahin bitte. Warum ist das alles so lila auf einmal? Hat uns das was zu sagen? Nee, ne? Nee, das macht alles Quatsch. Gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Windräder bauen. Können wir hier noch zwischen irgendwelche setzen? Ja, kleine können wir noch bauen. Das geht. Okay, dann bauen wir hier noch kleine rein. Die verproduzieren zwar nicht allzu viel Energie. Ich weiß, dass ich mein Fahrzeug selber steuern kann. Aber zumindest sind wir dann erstmal wieder im Plus. Ja. Moment, es fehlen 2000... Nicht ernsthaft, oder? Wo fehlen denn 2000 Strom? Echt? Heidewitzka, braucht das Ding so viel Strom? Boah. Ja. Dann bauen wir noch ein paar Windräder. Wie viel hat denn so ein Ding? Das produziert jeweils 2000. Ja, das sollte jetzt aber mal reichen, oder? Okay, die fahren gerade hoch. Der fährt gerade hoch. Der wird auch gebaut. So, jetzt sind wir bei 2000. Jetzt sollte sich das Thema hoffentlich mal so allmählich erledigen. Okay, gut. Also, was brauchen wir noch? Wir brauchen bitte einmal Mehl. Und wir brauchen erstmal mehr Leute. Ja, wir haben Bedarf an Leuten. Dann machen wir erstmal Wohnzonen. Einmal dahin. So. Sehr schön. Da können Sie schon mal einziehen. Brauchen wir Büros? Nein, im Moment noch nicht. Okay, also Büros sind kein Problem, aber Wohnzonen. Jetzt müssen wir immer gerade auch Möbel im Auge behalten und Klamotten. Ja, Klamotten könnten wir mal eine Ladung verkaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt sind wir echt in den Miesen. Ich fasse es nicht. Was denn? So, wir checken das mal. Die sind bei 23 Steuern und glücklich. Ja, wir müssen tatsächlich mal ein bisschen die Steuern anheben. Gehen wir da auf 21% Steuern. Gesetze bringt 5000. Das ist gut. Industrie braucht unheimlich viel Geld. Handel auch 10.000 immer. Was wir mal machen könnten, wäre tatsächlich einfach mal verkaufen. Kleidung. Jetzt mache ich tatsächlich mal kurz die Zeitlupe. Und das ist das, was minimal im Lager drin sein soll. Das habe ich tatsächlich immer falsch gesehen. Das hattet ihr mir erzählt. Verkaufen bis zum Handelslimit. Das Handelslimit machen wir mal auf 30. Das heißt, das sind 30, die im Lager bleiben sollen und nicht 30, die verkauft werden. Sodass wir wirklich immer so ein Minimum im Lager haben. Das wäre, denke ich mal, ganz gut. Und das verkaufen wir mal. Dann kriegen wir auf jeden Fall immer ein bisschen Geld mit rein. So. Dann haben wir das Thema. Jetzt haben wir Gott sei Dank auch mehr Leute. Und denen fehlt eine Kirche und denen fehlen Möbel. Dann sollten wir die Möbelproduktion tatsächlich mal hochfahren. Aufs Maximum. Holz haben wir ja nur wirklich genug. Ansonsten machen wir mehr Holz. Oh Gott, das Ding ist ja alles voll hier, ey. Das ist ja der Hammer. Wir müssen echt über ein Müllkraftwerk nachdenken, Leute. Das ist echt, echt krass. Also wirklich. So, also, jetzt kümmern wir uns um die Kirche. Und dann werden wir hoffentlich anfangen, hier was zu machen. Wir haben sogar schon 20 Tonnen Weizen. Ja, wir müssten tatsächlich erst die Mehlproduktion starten. Ist gespeichert. Ja, das machen wir mal. Einmal die Mühle dahin, bitte. Und da fehlt noch ein bisschen was. Dann warten wir jetzt erstmal ab und bauen tatsächlich erstmal da die Produktion auf, dass wir das hinkriegen. So, wie viel produzieren wir jetzt? Produktion 12 sogar. Also es ist nicht ganz linear, aber 12 ist gut. Wir verbrauchen nämlich 10. Dann haben wir ein bisschen Weizen, den wir verticken können. Dann werden wir als nächstes einmal das Brot hier produzieren. Braucht der Büroflächen? Ich bin mir nicht sicher. Gucken mal. Minus 30, ja. Also der bräuchte was. Und wir haben ja hier aber noch ein paar. Ja, komm. 75% passt.
Also der hat auf jeden Fall noch welche. So. Nächstes Thema ist er hier. Einmal ein bisschen schneller. Will ich nämlich einmal eine Bäckerei bauen daneben. Und dann kommt da noch eine kleine Spedition hin. Denn er ist ja auch schon ziemlich stark ausgelastet. Das sehen wir hier. Die lokale Spedition, städtische auch. Also die sind alle schon voll ausgelastet. Wir haben, Moment, warte. Wir haben Wasser. Es gibt einen Mangel an Gewürzen. Ja, und vor allen Dingen einen Mangel an Wasser, ne? Aber Gewürze ist halt so, mehr kaufe ich davon nicht ein. Ach, da oben. Ah, das ist doof. Moment. Dann reißen wir mal die Leitung ab und bauen einmal da lang und einmal darunter. Okay. So, das ist unsere Mühle. Die sieht echt realistisch aus, ne? Wir haben bei uns so eine Mühle bei uns um die Ecke und die sieht echt auch tatsächlich fast genauso aus. Nur ganz anders. Okay, also, Bäckerei, ja! Jawohl! Na, das ist doch ein tolles Ende für diese Folge, muss ich sagen. Jetzt gehe ich tatsächlich mal zack in die Pause und das ist doch ein richtig tolles Ende für diese Folge. Dann machen wir da morgen weiter. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao!